Ich würde mir einfach wünschen, dass du dich zeigst, wer du bist, der meinen Papa übergefahren hat und einfach dazu stehst, was du gemacht hast. Sabrinas und Annis Vater Holger liegt seit 3 Wochen im Koma. Der dreifache Opa ist gemeinsam mit seiner Frau am Karfreitag auf dieser Straße mit dem Rad unterwegs, als plötzlich ein Auto nach rechts abbiegt und Holger erfasst. Ohne Hilfe zu leisten, fährt der Autofahrer einfach weg. Tochter Anni sieht zum ersten Mal die Unfallstelle. Mir dreht sich komplett den Magen rum. Also das ist unvorstellbar, dass das jetzt so das Letzte gewesen ist, was er irgendwie gesehen hat. Und als ich auf dem Weg hierher schon war, habe ich auch auf jeden Fahrradfahrer geachtet, die alle keinen Helm trugen. Und ja, es ist furchtbar zu sehen, dass er hier halt, dass das sein letzter Anblick war jetzt, bevor das alles passiert ist. Der 59-Jährige liegt mit schwersten Kopfverletzungen im Krankenhaus. Auch die Menschen in Halberstadt fühlen mit dem Vater und der Familie. Es ist eine Katastrophe, aber das ist heute ja fast schon alltäglich, ne? Also ich finde das schlimm. Es kann jeden ja selber auch treffen, ne? Und dann, wenn dann keiner anhält, dann ist dir es böse, ne? Geht nicht. Wenn schon was passiert, aussteigen, helfen, erste Hilfe leisten. Eine ganz normale Pflicht für jeden Bürger. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem unbekannten Fahrer. Ermittlungen deuten darauf hin, dass es sich bei dem geflüchteten Fahrzeug um ein Fahrzeug des Herstellers VW handelt. Möglicherweise soll es eine Schräghecklimousine sein in einer dunklen Farbe. Des Weiteren deuten Zeugenaussagen darauf hin, dass es sich möglicherweise um einen VW Golf oder VW Polo handelt. Dieses Fahrzeug soll Beschädigungen auf der Beifahrerseite aufweisen, die vom Unfallhergang stammen. Sabrina und Anni hoffen, dass sich der Unfallfahrer endlich stellt oder sich weitere Zeugen bei der Polizei melden. Also ich würde mir erstmal wünschen, dass er einfach wach wird. Mhm. Und alles andere ist mir eigentlich egal, weil alles andere kann er wieder lernen. Und ich glaube, das würde er auch wollen und schaffen. Und der Wille ist da auch stark genug, dass er das wieder hinkriegt, ja. Ich denke auch, er soll erstmal wieder wach werden. Wir wollen ihn erstmal wieder haben und alles andere kriegen wir hin. Der Weg wird lang, da sind wir uns alle sicher. Und es wird hart und es wird wahnsinnig viel Arbeit, aber er hat eine gute Unterstützung von der ganzen Familie. Er soll erstmal wieder da sein und alles andere kriegen wir hin. Die Schwestern wünschen sich, dass ihr Papa schon bald wieder mit den Enkeln im Garten spielen kann.